Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Besucherinnen und Besucher, vor fast genau einem Jahr, am 23.02.2012, wurde der vorliegende Antrag hier in erster Lesung im Berliner Abgeordnetenhaus behandelt. Und damals standen wir alle unter dem Eindruck von massenhaft durchgeführten, nicht individuellen Funkzellenabfragen, zu denen der Berliner Datenschutzbeauftragte mittlerweile festgestellt hat, dass viele von ihnen gar nicht hätten durchgeführt werden dürfen. Dieses Haus braucht ein Jahr, um einen Antrag durchzubringen, der sofort hätte Abhilfe schaffen können. Ein Jahr, in dem sich an dieser Situation nichts geändert hat, die nach Auffassung der Piratenfraktion untragbar ist. Dieses Haus braucht dann ein Jahr, um diesen Antrag zu behandeln, damit ihn die Koalition ablehnt. Das hätten wir auch schneller haben können. Die nicht individualisierte Funkzellenabfrage, meine Damen und Herren, stellt einen massiven Eingriff in Grundrechte dar, Grundrechte der Betroffenen. Sie bedeutet viel Arbeit für die Polizei und sie birgt die Gefahr, dass angefallene Daten missbraucht werden. Demgegenüber steht ein zweifelhafter Nutzen für die Ermittler, denn mit der Funkzellenabfrage ermitteln sie im Zweifelsfall ein Telefon, aber sie wissen nicht, wer dieses Telefon benutzt hat. Jetzt handelt es sich bei der Funkzellenabfrage um eine bundesgesetzliche Regelung in der SCPO, der Strafprozessordnung. Und daher haben wir einen Antrag gestellt, nämlich dass der Justizsenator eine Dienstanweisung erlässt, um die nicht individualisierte Funkzellenabfrage in Berlin, wenn sie von der Staatsanwaltschaft beantragt wird, höhere Hürden zu setzen. Und die Piraten fordern weiterhin eine stärkere Regulierung der nicht individualisierten Funkzellenabfrage. Und der Antrag wurde, wie gesagt, von der Koalition abgelehnt. Und kurios, kurios, da sprechen wir beim nächsten Besprechungspunkt drüber. Es gibt mittlerweile einen Antrag der Koalition und in dem steht Folgendes. Die Senatsverwaltung für Justiz und Verbraucherschutz wird aufgefordert, die Staatsanwaltschaft durch eine Richtlinie anzuweisen, die Verhältnismäßigkeitsprüfung einer nicht individualisierten Funkzellenabfrage stärker zu strukturieren. Hui, hui. Also die Koalition braucht hier ein Jahr, um einen Antrag der Piraten abzulehnen, ihn dann halbherzig zu kopieren und in einem Halbsatz in einen Änderungsantrag zu einem Antrag der Linken unterzuprüfen. Und wir dürfen jetzt alle sehr gespannt sein, wie diese Richtlinie aussehen wird, die der Justizsenator da erlassen soll. Ich kann jetzt schon mal hier ankündigen, dass wir unseren Antrag dann einfach noch mal einreichen werden, um den Justizsenator bei seiner Richtlinie ein bisschen Starthilfe zu geben. Aber nicht nur dieser Teil wurde kopiert, auch ein anderer. In unserem Antrag stand drin, in dem halbjährlichen Bericht des Senators für Justiz an das Abgeordnetenhaus müssen insbesondere konkrete Angaben über die Anzahl der beantragten und bewilligten Funkzellenabfragen, der dabei jeweils angefallenen Datenmenge, ihrer jeweiligen Verwendung sowie der darauf beruhenden Ermittlungserfolge enthalten sein. Und die Koalition macht daraus, die Senatsverwaltung für Justiz und Verbraucherschutz wird ferner aufgefordert, dem Abgeordnetenhaus von Berlin jährlich bis zum 30. März über die Anzahl der beantragten und bewilligten Funkzellenabfragen sowie den Umfang der abgefragten Daten des Vorjahres zu berichten. Ja, meine Damen und Herren, Sie sehen, Piraten wirken. Wir allerdings sind davon überzeugt, dass die nicht individualisierte Funkzellenabfrage langfristig aus der Strafprozessordnung fliegen muss. Sie bringt nichts, auch wenn sich die Befürworter viel Mühe geben, ihre Wirksamkeit herbeizubehaupten. Gute Bildungs- und Integrationspolitik, das haben wir vorhin von der Kollegin Graf gehört, verhindert auch Kriminalität. Klassische Polizeiarbeit verhindert übrigens auch Kriminalität. Deswegen fordern die Piraten ja ein alternatives Sicherheitskonzept für Berlin. Und es wäre Zeit, dass es hier Konsens wird, dass Kriminalität nicht durch technischen Schnickschnack bekämpft wird, sondern durch eine Gesellschaft, die Chancen bietet, die sich umeinander kümmert und die füreinander einsteht. Vielen lieben Dank.